weitere Beweise für die Teilung Israels. Gerade aus Jesaja 7 und der darin von Jesaja geäußerten Prophetie, dessen vollständige Erfüllung eindeutig nur in der Endzeit sein kann, geht also deutlich hervor, dass damals ein Bund zwischen Damaskus, Nordisrael und der Dekapolis bzw. damals Gilead geschlossen wurde, der in der Endzeit ganz ähnlich wieder zu erwarten sein wird. Nur so kann die Verheißung Jesajas vollständig in Erfüllung gehen. Denn Jesaja sagt, bevor Immanuel lernt, Gutes und Böses zu unterscheiden, wird das Land vor deren beiden Königen, nämlich Rezin und Pekach, dir, nämlich Ahas Kraut, verwüstet sein. Das bedeutet aber, dass in der Endzeit, wenn Jerusalem wiedergeboren wird, erneut ein Bund zwischen Syrien und dem Norden Israels kommen wird. Wenn aber die Verheißung Jesajas in Kapitel 7 eindeutig erst in der Endzeit ihre vollständige Erfüllung findet, ist daraus zwingend abzuleiten, dass das endzeitliche Israel noch vor der Wiedergeburt Jerusalems und damit noch vor Beginn der 70. Jahrwoche in ein Nordreich und ein Südreich geteilt werden wird. Das ist das unerwartete und durchaus erstaunliche Ergebnis der hier vorgenommenen Analyse. Sie soll aber noch umfassender am Text der Bibel argumentiert und begründet werden. Sacharja 12, das Haus David und die Bürger Jerusalems. Ein weiterer Grund, warum anzunehmen ist, dass Israel auseinanderbricht, findet sich in Sacharja. Denn dort steht, dass das Haus David und die Bürger Jerusalems den sehen, in den sie gestochen haben. Sacharja 12, aber über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, welchen sie zerstochen haben, und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. Der, in den sie gestochen haben, ist Christus. Sie können ihn sehen, weil sie wiedergeboren sind. Wichtig aber ist hier zu beachten, dass in Sacharja 12, Vers 10 nichts davon steht, dass ganz Israel Christus erkennt, sondern nur Jerusalem. Weiterführende Ausführungen hierzu finden sich ebenfalls in meinem Buch Die Wiedergeburt Jerusalems bzw. in den früheren Clips in YouTube. Warum aber erkennt nur Jerusalem Christus? Weil in allen alttestamentlichen Bibelstellen, in denen von der Wiedergeburt geweissagt wird, allein Jerusalem betroffen ist und nicht ganz Israel. Allein die Tochter Zion kommt in Wehen und gebiert. Warum? Weil Jerusalem und Juda politisch isoliert sind. Warum sind sie politisch isoliert? Weil das Nordreich im Bund mit dem kleinen Horn, mit dem Antichristen, sein wird. Das ist ein weiterer Grund dafür, anzunehmen, dass Israel sich in der Endzeit teilen muss, denn sonst können diese Bibelstellen nicht in Erfüllung gehen. Joel 3, die Unterscheidung zwischen Jerusalem und Israel. Einige der früheren Clips handeln davon, dass Daniel nicht vom Römischen Reich weissagt, sondern dass er lediglich eine griechische Linie verfolgt, ausgehend von Alexander dem Großen, über die Diadochen und die Seleukiden, bis in die Endzeit. Eine Bibelstelle, die dies bestätigt, steht in Joel 3, Vers 4. Und ihr von Tyrus und Sidon und alle Kreise der Philister, was habt ihr mit mir zu tun? Wollt ihr mir trotzen? Wohlan trotzet ihr mir, so will ich es euch eilend und bald wieder vergelten auf euren Kopf, die ihr mein Silber und Gold und meine schönen Kleinode genommen und in eure Tempel gebracht habt. Dazu auch die Kinder Juda und die Kinder Jerusalems verkauft habt den Griechen, auf dass ihr sie ja fern von ihren Grenzen brächtet, und so weiter. Das Buch Joel steht unbestritten in sehr enger Verbindung mit der Wiedergeburt Jerusalems, denn Petrus zitiert Joel zu Pfingsten bei der Geistesausgießung in der Stadt. Damit gehört Joel unzweifelhaft in die Endzeit. Vertreter der Rom-Theorie können nicht erklären, warum im Vers 6, der ebenfalls deutlich in die Endzeit verweist, die Griechen erwähnt werden. Die Vertreter der Rom-Theorie verwirrt nämlich der Umstand, dass sie für die Endzeit das Römische Reich erwarten. Aber müsste dann Joel 3, Vers 6 nicht viel mehr von Rom die Rede sein? Warum aber ist hier von Griechenland die Rede? Vertreter der Rom-Theorie haben hierauf keine belastbare und biblisch begründete Antwort. Wenn hingegen unterstellt wird, dass in der Endzeit eine Neuauflage des antiken diadochischen Seleukidenreiches, also ein Reich griechischer Abstammung, kommen wird, kann Joel 3, Vers 6 verstanden und erklärt werden. Denn die Seleukiden und die Diadochen und die Syrer stammen alle von Alexander dem Großen ab. Sie alle sind Hörner des Ziegenbocks aus Daniel 8. So und nur so werden die Verse aus Joel 3, Vers 6 erklärbar. Das ist wichtig, weil die Möglichkeit, den Vers jetzt zu verstehen, erneut zeigt, dass eine Abwendung von der Rom-Theorie nötig und richtig ist. Der Vers in Joel 3, Vers 6 sagt also, dass Tyrus und Sidon die Kinder Juda und die Kinder Israel an die Griechen verkaufen. Warum an die Griechen? Weil der Antichrist ein Syrer und damit griechischen Ursprungs ist. Der Text sagt außerdem, dass nur die Kinder Juda und die Kinder Jerusalems verkauft werden, nicht aber die Kinder Israel.
Warum werden nicht die Kinder Israel an die Griechen verkauft? Weil der Rest Israels, der nördliche Teil, im Bund mit dem Antichristen steht. Auch dies ist also eine wichtige Bibelstelle, aus der abzuleiten ist, dass Israel in der Endzeit geteilt werden wird. Joel ist also, eindeutig endzeitlich ausgerichtet, macht einen deutlichen Unterschied zwischen den Kindern Jerusalems und den Kindern Judas einerseits und den Kindern Israels andererseits und zeigt, dass die Kinder Juda und die Kinder Jerusalems verkauft werden, was auf eine politische Isolation und eine politisch-militärische Schwäche Jerusalems und Judas deutet, während die Kinder Israels offensichtlich verschont bleiben. Das sind weitere wichtige Hinweise darauf, dass Israel sich in der Endzeit in einen südlichen, nämlich die Kinder Juda und Jerusalem, und einen nördlichen Teil, die Kinder Israel, teilen wird. Sacharja 9, die Kinder Zions und Griechenlands. Auch Sacharja 9 schreibt unerwartet und bislang unerklärbar von Griechenland. Denn ich habe mir Juda gespannt zum Bogen und Ephraim gerüstet und will deine Kinder Zion erwecken über deine Kinder Griechenland und will dich machen zu einem Schwert der Riesen. In der letzten Zeit kämpft also Zion gegen Griechenland? Ja, weil Syrien von den Seleukiden, den Diadochen und damit Alexander dem Großen abstammt. Wenn Christus sein Volk und speziell seine Stadt Jerusalem befreit, und davon handelt der Text in Sacharja 9, dann werden die Kinder Zion gegen die Kinder Griechenlands, nämlich Syriens, kämpfen. So und wiederum nur so kann endlich auch diese bislang unverständliche Bibelstelle erklärt werden.